Der Vermessungstechniker in der Landkreisverwaltung ist ein Beruf, der sowohl für Frauen als auch für Männer geeignet ist. Die Ausbildung dauert 3 Jahre. Wer sich dafür interessiert, sollte einen guten Realschulabschluss mitbringen und vor allem gute mathematische Kenntnisse und räumliches Vorstellungsvermögen. Voraussetzungen sind weiterhin sorgfältiges, eigenständiges und genaues Arbeiten. Man sollte gern im Freien tätig sein und sich während der praktischen Ausbildung auf den Wechsel zwischen Innendienst und Außendienst einstellen. Dazu ist auch Spaß an der Verwaltungsarbeit gefragt, da Vermessungstechniker beim Landkreis auch viele Unterlagen und Daten zu verwalten und zu archivieren haben. Die Auszubildenden erwarten in der Kreisverwaltung nette Kollegen und eine abwechslungsreiche Ausbildung. Man durchläuft sämtliche Sachgebiete und Fachbereiche innerhalb des Kataster- und Vermessungsamtes und man kann in allen Bereichen mitarbeiten. Die Ausbildung erfolgt vorrangig am Standort Anklam und die Berufsschule ist in Schwerin. Wer seine Ausbildung dann mit gut abschließt, kann vom Landkreis übernommen werden.